Moin Leute, was geht? Rezmann und ich haben uns zur Challenge gemacht, endlich, so wie Rosine es sich vorstellt, ein Restaurant aufmachen. Und zwar ein Dönerladen. Ich hoffe, ihre Titten, ihre Blackjack-Glück ist groß. Sorry, war das kurz mit mir durchgegangen. Da sind halt 400 Gramm zu viel Butter drin, weil das über Nacht halt einfach sich rein reduziert hat, was soll ich sagen? Für einen lohnt sich nicht, Bro, dann soll der sauer sein. Dann soll der sauer sein. Juckt nicht, wenn der sauer ist, ne? Du hast dir auch einen geilen Arsch gegeben, tatsächlich, ne? Einfach zusammen mal eine Bude aufzumachen und schauen, wie es läuft. Viel Spaß damit. Okay, Hähnchen brauchen wir auf jeden Fall, ne? Ja. Wenn wir zwei Hähnchengerichte anbieten? Obwohl, ja, machen wir nicht, machen wir nicht. Wir machen wieder das Fleisch. Hey, für diesen Gourmet-Typ da, oder? Ah, ich brauche auch Hähnchenbrust, ne? 1, 2, 3, 4. Ich kaufe mal 4 Hähnchenbrust, das ist aber teuer. Aber kommt der eh in den Kühlschrank. Obwohl, was wir können machen, Bro, dass wir morgen, also am nächsten Tag, die Hühnerbeine rausnehmen, das neue Hühnchengericht reinnehmen, genau, bis wir das können. Würde ich machen, ja. Und dann einmal, aber wir können auch direkt halt das Setup kochen, wie es der Koch, wie es der Gourmet mag. Das mag der doch so, oder? Nee, der Gourmet mag Hühnerbeine, Hühner. Nein. Filet und Ding, oder? Nee, der mag gegrilltes Fleisch, Hähnchenbrust und Tomatensuppe. Ah, okay. Ja, dann lass das so kochen. Ja. Rote Paprika, grüne Paprika, Kartoffeln brauchen wir, okay. Ah! Der Gourmet sagt uns erst, wenn er kommt, was er will. Ja, ja. Aber wir wissen ja schon, die drei Gerichte, die er potenziell requesten kann. Ah. Und eins davon können wir noch gar nicht kochen, deswegen lernen wir das jetzt morgen. Und am nächsten Tag können wir ihn dann einladen. Wie viele Kartoffeln braucht man denn? Wenn die so günstig sind. Da steht ja drin, wie viele. Ja, nein, da steht schon schneiden Kartoffel, aber da steht jetzt nicht... Ganz oben bei Preparation müsste stehen. Stimmt, vielleicht war es einfach nur, Adam. Vielleicht habe ich jetzt einfach so viel Kartoffeln gekauft, weil ich dachte, das ist so günstig. Ich kann kurz schauen, Bro. Ah, ne, da steht es tatsächlich nicht. Ne? Eine Kartoffel pro Gericht. Bruder, ich habe gerade 20 Kartoffeln gekauft. Eine grüne Paprika, eine rote Paprika. Ja, und Hähnchenbrust, alles andere haben wir. Ich habe gerade 20 Kartoffeln eingekauft. HBB, HBB. Boah, das bricht mich jetzt. Weil die so günstig waren, habe ich so viele gekauft. Checkst du? Weil ich dachte, okay, wenn eine Kartoffel nur 2 kostet und ein Fleisch 200, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Ja, ich meine, wir werden die Dinger ja eh brauchen, früher oder später. Wahrscheinlich. Dicker, warte mal. Jemand schreibt gerade aus dem Chat, können wir Sachen auch in Schubladen reintun? Bro! Oh. Soll ich da die Kartoffeln reinlegen? Kartoffeln müssen auch nicht Kartoffeln gekühlt werden? Nein, natürlich nicht, oder? Doch, aber da kommt ja dieses Frostzeichen hier drauf, ich glaube schon. Die müssen gekühlt werden, glaube ich. Die müssen nicht gekühlt werden, die Kartoffeln. Hast du jemals Kartoffeln bei dir in den Kühlschrank getan? Nee, aber hier im Game haben die so ein Frostzeichen oben drauf. Ich weiß nicht. Ja, weil ich die gerade schon mal im Kühlschrank werden, Chat? Weil ich die gerade schon mal im Kühlschrank getan habe, deswegen haben die das. Die auf Schimmel. Auf dem Karton. Schau doch mal. Ich sehe das nicht bei dem Karton. Nee? Siehst du nicht ein Bild von einer Kartoffel mit einem Frostzeichen drüber? Nee. Müssen okay. Gekühlt werden, die schimmeln. Ist wieder mal verbuggt. Okay, ich tue sie rein. Ich tue sie in den Kühlschrank. Okay, komm, tue ich sie in den Kühlschrank rein. Oder kann ich eigentlich die ganze Box in den Kühlschrank stellen? Geht das auch? Weil ich überlege gerade, was weniger Platz wegnimmt. Die Box oder 20 Kartoffeln? Doch, auf der Seite vom Karton. Ach so, doch, natürlich. Oh mein Gott, ich bin dumm. Sorry. Du hast recht, klar sehe ich schlimm, das auch. Klar sehe ich das auch. Bei dem Game wäre es auch sehr plausibel, dass du es halt nicht siehst. Ja. Boah. Ey, Bro, wir können aber ein bisschen mehr Platz uns schaffen, indem wir die Milch und die Butter in eine Schublade tun. Für die Suppe quasi. Dann haben wir oben mehr Platz, weil wir kochen jetzt wilde Gerichte gleich. Ich bin leider noch beschäftigt, Kartoffeln auszusortieren, die ich kann. Anscheinend kann man die ganze Box reinmachen. Weil je nachdem, weil die Box hat ja wahrscheinlich endless Stauraum, oder? Ja, wahrscheinlich. Sidi Mansur.
Die sehen auch alle so, diese ganzen Künstler von diesen ganzen Songs sehen auch so, die sehen irgendwie so noch authentisch aus. Weißt du, was ich meine? Weil die nicht so, künstlich aussehen, wie so manche Ami-Künstler. Also nicht so perfekt, checkst du? Nee, sag doch mal. Die sehen nicht so aus, als wären die, hätten die irgendwie 5 Schönheitsoperationen hinter sich. Von wem redest du überhaupt gerade? Von den. Ich hab zum Beispiel, ich höre gerade Sidi Mansur von Saber Rebai. Der okay. Sieht auf seinem Bild sieht er nicht so aus, als hätte er schon, keine Ahnung, so einen Brazilian Buttlift machen lassen oder so. Checkst du, was ich meine? Auf seinem Spotify-Bild, ja, oder was? Ja, genau, auf seinem Spotify-Bild. Dicker Wieland. Was? Du redest wirr. Aber ja. Nee, also schaudert an dem Reh, dass er keine OP hatte, sagst du. Ja, genau, schaudert. Also nicht schaudert, aber der hat das einfach nicht gemacht hat. Der könnte ja auch, keine Ahnung, irgendwie so anfangen zu mewen oder so. Und der kommt ja, oder wenn der in der Dönerladen Musikplaylist ist, dann könnte der ja auch einfach kurz in die Türkei rübergehen und sich Haare machen lassen, weil der hat auch keine gute Hairline mehr. Checkst du? Aber macht er nicht. Das ist dann mit seiner schlechten Hairline auf seinem Profilbild bei Spotify. Und das ist sein Bild. Hm. Shoutouts. Ach, sind Schönheits-OPs haram? Ah ja? Das wusste ich nicht. Ey, Wieland, ich weiß nicht. Was? Alexis, ich weiß nicht, was bei dir so abgeht jetzt, ich meinte, kauf mal ein für morgen. Ja. Aber wir brauchen halt noch von dem Rezept grüne und rote Peperonis. Hab ich doch. Wo denn? Hier. Gönn dir. Alter, da am Rand? Ja. Okay, die sind übelst unsichtbar, wenn man hier steht. Okay, ich nehm's zurück. Und wir machen morgen keine Hähnchenschenkel, right? Nee. Okay, ja, dann passt das, dann brauchen wir da auch keinen Nachschub. Ja. Sieht gut aus, dann esse ich jetzt mal das letzte Stück und dann können wir morgen rein. Ja, Iria, vielen wieder für den Prime. Und Bro, weißt du was? Lass mir noch einen Tisch für morgen mehr kaufen. Ja, okay, das mache ich. Gebäudeshop. Soll ich mal so einen Vierertisch kaufen? Dann können einfach mehr Leute sitzen. Hä? Soll ich mal einen Vierertisch kaufen? Ja. Mache ich. Wenn der nicht so teuer ist. Ja, also der 2er kostet 200, der 4er kostet 500. Ich kann die Farbe aussehen von dem Tisch, cool. Das wusste ich vorher nicht. Hab ihn gekauft. Ich platziere ihn. Soll ich ihn einfach in die Mitte platzieren? Ja, oder? Ja, mach ihn so ein bisschen, dass wir gut laufen können noch, aber sonst egal, glaube ich. So. Investiert. In eine schöne dunkel. In so ein schönes Dunkeleiche. In so eine schöne Dunkeleiche-Farbe habe ich investiert. Guck mal. Da fühlen sich die doch gleich viel wohler, die Gäste. Alter. Der Hundenkönig. Ich finde die anderen viel besser. Was? Die anderen sind viel besser. Bruder, der geht hart, der Tisch. Was seid ihr, Chat? Heller oder dunkler besser? Oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Bro, was ist jetzt passiert? Ich habe einen Kredit aufgenommen. Was? Als alter Schwabe? Nein, ich will den zurückzahlen. Ich will den nicht haben. Hier hat einer geschrieben, du machst mich fertig, zahl deine Rechnung im Tablet unter Bank. Ich habe hier keine Rechnungen. Ich zahl zurück. Wir haben wieder 5.000 verloren. 5.000? Ja, also ich hab 5.000 abgehoben und jetzt habe ich gerade 5.000 zurückgezahlt. Aber haben wir denn offene Rechnungen? Nee, nein, oder? Nein, haben wir nicht. Der labert Scheiße in meinem Chat. Der labert jetzt 50. Ich habe jetzt endlich mal, gemacht, was er wollte, weil der seit 30 Minuten nicht die Fresse hält in meinem Chat. Aber... Chat, müssen wir was zahlen von so Strom und so Zeug? Miete? Gibt's sowas hier? Öffne Rechnung und komm ja später, sobald ihr Automaten und so habt, okay. Oh. Die sagen ja. Aber später, wa? Altes Essen entsorgen. Wie entsorgen? Kann ich mit X hier halten oder ist es weg? Ja, du musst das wegmachen, Bro, sonst kriegen wir Strafe. Scheiße, Gesundheitsamtsstrafe oder was? Okay, ich hab fertig gefressen.
Dann wir können den Laden dicht machen. Kannst du schon mal nach Hause fahren, sag ich. Jo. Junge, du läufst so geil. Sieh das so. Lauf mir daher, während ich lauf. Okay. Und guck mal einfach nur, wie ich mich bewege. Das ist doch nicht natürlich, oder? Ich gleite doch so über den Boden. Ja, man gleitet und so die Arme bewegen sich so wie in Zeitlupe. Ja, ja. Irgendwie 18 Euro mal wieder Entwicklung hier. Okay. Boah, guck mal. Wir haben 6.400 ausgegeben und 7.000 eingenommen. Ich glaube, das ist der erste Tag, wo wir wirklich im Profit sind. Außer, nee, wo wir diese einen Tag gab es auch noch, ja. Cool. Bruder, 500 Euro durch den Kaugummi. Das ist verrückt. Und das jetzt schon seit 3 Tagen oder so. Der hat sich fast wieder refinanziert. Aber wo kommen denn schon wieder 6.000 Euro her? Ich glaube, das Essen kostet, ne? Oh, lag's am Kredit? Ah, deswegen haben wir auch so viel gemacht. Weil es ist mir auch unrealistisch, dass wir 7.000 gemacht haben heute ein bisschen, ne? Ja. Oder? Also ich glaube, das ist einfach der Kredit. Das war der Kredit, Mann. Ja. Das war der Kredit. Wegen dem Kredit, okay. Krank. Wir könnten das war echt ein bisschen reingeschissen. Naja, es ist ja egal. Aber rein theoretisch könnten wir ja unsere täglichen Einnahmen und Ausgaben dann damit so übel hochpushen, wenn es irgendwas bringen würde. Stimmt, wenn wir... Oh ja, stimmt. Falls es mal so eine Challenge oder sowas ja, gibt. Ja, verdiene 100.000 am Tag. Nee, Kredit zurückgeben. Dann machen wir einfach eine ganz dicke Kreditaktion. Ja, ich komme nicht raus, das ist eine Zusammenfassung. Bruder, es ist immer noch Nacht. Nee, hä? Nächster Tag 6 doch schon. Hatten wir nicht gerade schon Tag 6? Ich glaube, es ist ein neuer Tag. So, das geht raus an all meine Epileptika da draußen. Kannst nicht schlafen wegen der Suppe. Dicker, du hast die Suppe draußen gelassen. Oder ich auch, wir beide. Actually, ja. Oh mein Gott, die Suppe. Jetzt können wir pennen. Oh mein Gott. Gunshots im Dönerladen. Guck mal, die wartet schon. Guck mal, die steht ja rauf, als hätten wir sie beim Berghain nicht reingelassen. Digga, Ma'am, also sie ist wirklich ein bisschen aus dem Berghain. Ma'am, es ist nachts. Wir öffnen am nächsten Tag wieder. Tut mir leid, du kommst heute hier nicht rein. Bro, sie steht da so 0.30 Uhr vorm Dings, vorm Laden da. Ja, einen Epileptik habe ich erwischt, oder? Kennst du diese... Kannst noch nicht schlafen, steht hier. Hä? Oh no, is it bugged again? Es ist schon ein neuer Tag. Okay, Bro, lass einfach mal so tun, als wäre ein neuer Tag. Ja, wir machen gleich einfach mal auf. Weil ich ja, also, ich glaube, es wird gleich hell. Die stehen doch auch schon Schlange, oder? Ja, die stehen. Okay, dann Meal Prep. Wollen wir den... Ach nee, wir müssen erst 8-mal das Ding servieren, bevor wir... Scheiße. Ja, lass erstmal uns mit den Rezepten vertraut machen. Naja, die Tomatensuppe und das gegrillte Fleisch kann ich direkt einmal herstellen, ne? Ich muss erstmal den Griller machen. Genau, du machst das Fleisch und ich mach das neue Chicken-Gericht. Genau. Ist kein neuer Tag, eben war schon Tag 6. Ja, aber Bruder, die stehen hier Schlange. Ja, dann ist verbuggt, Leute, also... Doch, es wird doch hell draußen, guck, oder? Nee. Wird's hell draußen? Nee, das sieht nur so aus, weil wir drin sind. Eben war schon Tag 6, ist Anzeige, oben zeigt Tag an. Ist kein neuer Tag. Also was jetzt? Starten wir jetzt neu? Jo, das hat auch... Mein Grill ist auch nicht angegangen gerade einfach. Starten wir jetzt... Du bist ein Ding gewastet. Nein, starten wir jetzt neu oder was machen wir? Ja, aber Leute, ihr habt doch gesehen, bei mir stand, du kannst doch nicht schlafen, stand bei mir. Mach mal Escape und Tag beenden einfach. Warte. Ja, jetzt gib mir wieder einen Tag, pass auf. Ja, es... Hast du es reingestellt? Ja, okay. Ja, hab ich. Tag 8, ja. Wie random. Boah, ist das dumm, Alter. Ich meine, an sich juckt jetzt nicht, aber wenn mit den Tagen irgendwie so gewisse Sachen zusammenhängen würden, ja. Dann würde es mich überabfacken. Zum Beispiel so jeden Tag wird es ein bisschen schwerer oder so. Okay, dann machen wir halt jetzt unsere neuen Gerichte. Ja, jetzt machen wir die neuen Gerichte. Woran erkenne ich, der Grill auch verbuggt? Woran erkenne ich, ob da jetzt genug drin ist? Und ob das warm genug ist, der Kochtopf? Ja, an dem Thermometer-Symbol rechts. Wenn es rot ist, ist es heiß. Ja, aber das war gerade rot, gelb und blau. Das war vorher schon rot und das hat irgendwie nicht gejuckt.
Ja, dann buggt das, I don't know. Boah, ich glaube, ich muss das Game, glaube ich, neu starten. Man kann den Grill nicht mehr anmachen auch. Probier du mal kurz den Grill anzumachen. Ja, du musst doch Kohlesack nehmen, den da reinschütten, ne? Ja. Achso, geht nicht. Ah, okay. Jetzt ist an. So, jetzt geht's. Ja, okay, das ist Turbo verpackt. Alright, dann spielen wir diesen Tag jetzt. Finger reinstecken, ich würde gerne meinen Finger reinstecken, ja. Aber ich würde ihn gerne auch nicht reinstecken, Rätsmann. Okay, ich brauche mal wieder. Nee, steck nichts rein, bitte. Warte, bleib mal stehen. Naja, nicht so viel bewegen. Ja, ich muss hier beim Hühnchen bleiben. Jetzt kannst du rumoperieren an meinem Arsch. Ja, okay, ich operiere da ein bisschen rum an deinem Arsch. Dick. Jede Seite backen, auf einen Teller übertragen. So, wenn das Ding jetzt nicht heiß ist, weiß ich auch nicht. Ja, bei der Suppe muss man sich ja mies viel Mühe geben. Ja. Hey Dominik, warum hast du zu tun? Warum hast du vorher so verkackt? Du hast du immer verkackt, übertrieben verkackt? Hey, ich kann das nicht. Achso, ist noch nicht fertig, das Gericht. Nein, die Kartoffel ist in die Glut gefallen. Nein, und jetzt? Egal, juckt nicht. Okay, das und das. Hä, es ist immer noch nicht grillen? Richtig. Ach, die Petersilienscheibe muss da drin erst einziehen, oder was? Ich zieh gleich in deinen Arsch ein. Oh, bitte. Ich bitte doch drum. Teestand bringt noch mehr Geld? Ja, jetzt hör auf. Jetzt erzählst du mir hier Lügen. Hä, hey, was soll das? Wieso kann ich das Ding nicht abgeben? Achso, wir haben noch die Tomatensuppe. Wir machen jetzt Hähnchenbrust, machst du, ne? Ja. Weil das müssen wir können für den Critic. Guck mal, Hitze 55%. Ich verstehe es nicht. Das stand eine halbe Stunde auf diesem Feuer. Oh Mann, Rätsel. Ja, mein Teller ist auch nur so gelb. Ich weiß auch nicht, Bruder. Mal gucken, was ich jetzt hier krieg. Ich krieg Hitze auch nur 65%. Wir werden hier gefickt, Alter. Oh, ja, ich hab vergessen. Ich hab auch vergessen zu würzen. Oh nein! Glaubst du, der Gourmet damit zufrieden dann? Ja, der liebt das. Nee, aber warte mal ganz kurz, Bro. Also das Würzen hat ja mit der Hitze nichts zu tun. Ich habe Hitze auch nur 65%, aber ich habe es direkt vom Grill, habe ich es ja draufgelegt eigentlich. Hitze ist egal, dafür wird immer nur 0,1 Stern abgezogen. Okay, also scheiß auf Hitze, Bro. Scheiß auf Hitze, Bro. Ich glaube, mein Hähnchen ist gerade verbrannt, weil es Anzeigebug war. Und mit Hähnchen meine ich Ribeye Steak. Warte, ich sehe es gerade. Anzeigebug meine ich, ich habe es verkackt. Jetzt ist es fertig. Ja. Ja, okay. Doch, hat es richtig gestimmt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auf den Laden, wa? Bin noch nicht fertig, ne? Aber kannst trotzdem schon mal aufmachen, ist egal. Ah, du kriegst doch die Tomate gerade. Ja, aber mach trotzdem auf. Das dauert noch, das ist ja fertig. Ja, okay, du schaffst das. Ja. Easy. Okay, geil. Ich gehe kurz einmal rüber in den Laden und hol Grillanzünderzeug. Junge, jetzt war in dem Satter Hugo Video war drin, wie ich ein Nier mache. Und seitdem ist mein Chat wieder voll damit, ne? Ein 4 Jahre altes Meme. Aber warum war das in dem Satter Hugo Video drin? Weil Revi so einen RP-Charakter erstellt hat, Alter. Der quasi ich bin. Und da ist das, er macht das Husten und Nier sagen. Das ist krank. Das ist krank, ne? Da würde ich an deiner Stelle wäre ich überabgefuckt auf Revi, ehrlich gesagt. Oh! Das Backenfilm. Ah ja, ich hab's verkochen lassen, ich Hurensohn. Oh mein Gott, Bro. Ihr habt noch einen leeren Raum. Was heißt denn leeren Raum? Ja, wir haben da, wo die Klos irgendwann reinkommen, wahrscheinlich da, das meint er, oder? Ja, wir können da schlecht für Geld. Also, Klo will ich nicht machen, weil das kostet nur Geld. Checkst du? Ja, aber vielleicht bezahlen die uns mehr, wenn die dann zufriedener sind. Das ist so eine Nummer. Okay, fair. Warte, ich will einer zahlen. Ne, die hat schon gezahlt. Ich wollte gerade noch irgendwas übelst Schlaues vorlesen, aber ich hab's vergessen. Egal. Achso, ja, jemand in meinem Chat meinte, wir sollen einen Teestand bauen. Ja, haben wir, glaube ich, müssen wir das freischalten wahrscheinlich. 3000, Bro. Wir können es schon bauen. Boah, ein schneller Weg zum Tee für alle, die nicht auf Tee verzichten können. Ja, passives Einkommen. Bau es. Ich muss erst kurz mein Chicken-Gericht machen. Oh, wird gleich leer. Ist gleich leer. Ja, mal, dann potenziell kein Geld für morgen. Okay.
Salz. Ey, unsere Casino-Frau ist hier. Guck mal. Wirklich? Ja, schnell hier. Du darfst sie abkassieren. Flirt mal ein bisschen mit der, damit die uns nachher bessere Karten gibt. Hallo, Ma'am. Ich hoffe, ihre Titten, ihre Blackjack-Glück ist groß. Sorry, war das kurz mit mir durchgegangen. Ich freue mich schon auf GTA-P. Ist das krank. Für das Gericht wäre Key. Ja, wir können theoretisch 4 ab dem heutigen Tag. Oh, das Chicken ist leer. Oh, das Chicken ist leer. Das ist deine Aufgabe tatsächlich. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran. Level 11, Bro, wir sind so krank, ja, am Ableveln. Wir sind echt am Leveln. Geil, ne? Geil, 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 geil. Welches Level waren die anderen so? Können wir die überholen? Ja, Mann. Können wir die so abziehen? Können wir die so richtig abfacken? Die anderen safe übel schlecht. Also die anderen müssen ja schlechter gewesen sein als wir. Vielleicht brauchen wir so einen Tellererwärmer. So einen Tellerwarmhalter. Weil unsere Teller sind halt per se immer nur lauwarm. Ja, aber vielleicht können wir die einfach auch mal aufs Feuer stellen. Aber wenn es echt nur 0,1 ausmacht, dann scheiße ich auch ehrlich gesagt drauf. Ja, ne? Dann scheiße ich auch drauf persönlich. 190, 180, die sind Level 190. Ready. Na. Boah, 100, 199, Bro. Okay, ich habe alles gleich gemacht wie vorhin und die Hitze war es einfach auf 99 und nicht auf 65. Kein Plan, macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Wir brauchen eingegrilltes Fleisch von dir, Maestro. Sicher? Das ist nicht reich? Schau mal. Ich will nicht machen, wenn... Es ist leer, es ist jetzt leer, es ist jetzt gerade leer geworden, Bro. Ja, ich weiß, ich mach das schon. Chef, please. Aber was ist, wenn die nicht keins mehr wollen? Na, egal. Ich würd's schon mal... Wir sind ein Restaurant, das liefert immer alles aus. Bruder, das kostet 100, dieses Fleisch da aufs Dingens zu legen. Ich mach das nicht einfach mal so. Ja, hast auch recht, ne? Ich bereite das gerne vor, aber wenn das jetzt keiner mehr will gleich, weil es ist schon Nacht, dann mache ich auch nicht. Dann kann er sich nämlich mal gepflegt ficken gehen. Weißt du was, hast recht, Bro. Real Talk, wenn es so Ende des Tages ist, dann lass die Gerichte, die so teuer sind, nicht nochmal extra dann machen. Weil im Notfall ist ein Kunde ein bisschen wütend. Das ist mir dann eigentlich auch scheißegal. Das Ding ist, es kommt auch gar keiner mehr. Ich baue jetzt diese Tee. Bist du einverstanden, dass wir diese Teebar hinbauen? Bau die Teebar. Passives Einbauen. Bau sie. Aber ich tue mein gewürztes Fleisch wieder zurücklegen. Aber vorwürzen kann ich ja die eigentlich alle schon mal, oder? Und baust du sie? Ja. Ja, Tag ist eh vorbei. Ich mach mal zu. Boah, minus 3000. Boah, aber die sieht richtig geil aus, ne? Guck mal, das sind diese Teeleder, die man so aus dem Dönerladen kennt. Ja, mit so Schläuchen auch und so. Das ist crazy, Ding. Lass mal schauen, wie viel Passiv das uns reinbringt, das Ding. Ja, nicht genug, Alter, dass es sich schnell refinanziert. Ja, Mann. Okay, dann aber den Laden clean machen. Ich mal den Laden clean machen, aber ist ja eigentlich clean, ne? Ja, hier vorne die Gerichte rausmachen. Wollen wir für den nächsten Tag den Gourmet rufen? Trauen wir uns? Ja, würde ich machen. Okay, aber der kann ein extra Gericht bestellen, da müssen wir nochmal Hähnchen... Oh ne, wir haben eigentlich alles, ne? Wie meinst du ein extra Gericht? Wir brauchen jedes Gericht einmal da, wenn der kommt. Ah ja, haben wir da easy, oder? Ich bin gerade bei Metzger, brauchst du noch Ribeye? Nee, ich habe 3 Stück noch, das muss eigentlich reichen. Okay. Kann man irgendwie den Grill auch sauber machen? Na, das triggert mich auch, Bro, muss ich dir ehrlich sagen. Lass einmal kurz gucken, dass wir alle Zutaten in Stock haben. Ja. Oh, Fleisch ist so teuer, ne? Ja, Fleisch ist teuer, aber richtig auch. Du kannst die Gerichte ruhig am Abend noch machen, wichtig, nur abends in den Kühlschrank stellen. Ja, aber wir haben gerade noch nicht so eine geile Methode gefunden, um es aufzuwärmen, Chat, weil... Wenn ich es auf den Grill stelle, dann verbrennen die Sachen halt. Also außer wir checken da irgendwas nicht so ganz dran. Okay, wir haben zweimal das Hähnchen-Schenkelgericht. Wir haben Tomatensuppen, Tomaten am Start.
Du hast für dein Entrecot alles da. Der will ein frisches Gericht. Ja, wir sollen mal probieren einfach mal. Wir gehen einfach mal rein. Wie? Der will ja eins Gericht, was wir gar nicht können, oder was? Ja. Einfach Teller auf den Cooker stellen. Oh, Wieland! Was? Vielleicht nicht auf den Grill, sondern auf dieses Teil hier stellen. Weißt du, auf dieses, auf den Gasbrenner, ja. Geht nicht. Oder... Lass mal gucken. Nee, wird nicht heiß, ne? Aber vielleicht werden die Zutaten, die drauf sind, halt heiß. Ja. Hitze bringt für die Wertung so gut wie gar nichts. Okay, wisst ihr was? Dann scheißen wir drauf. Also der Tomate geht's auch gut, dafür, dass sie da jetzt schon... Ja, die kennt nur den Grill. Ey, dann scheißen wir drauf. Dann geben wir dem, ja, dann geben wir einfach... Aber dann wäre ja die Konsequenz aus dem, was der Chat sagt, wäre dann abends alle Gerichte kochen, für, Kühlschrank und dann kalt servieren einfach. Braucht ihr den, das Last-Time-Chatter-Emote bitte einmal in Chat? Hobby-Papst ist nee, so ein machen typischer wir nicht. Wir machen das immer am Tag frisch. Der ist kein First-Time-Chatter, der ist ein Last-Time-Chatter. Alright, Alter. Chat, jetzt nächster Tag wird der Endboss kommen. Oder beziehungsweise der erste Boss wird kommen. Boah, wir haben, Bruder, wir haben das, dein Gericht haben wir schon auf Level 6 hochgelevelt da, ne? Siehst du das? Ja, guck mal, wir haben heute fast keine Ausgaben gehabt, ne? Wir haben heute nur 300 Ausgaben gehabt, wenn wir den, checkst du, wenn wir den Teestand wegmachen, ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr guter Tag. Sehr, sehr gut. Du brauchst zweimal Schenkel. Ah, scheiße, warte mal. Was für Gerichte will der Wichser essen? Der will die Schenkel, der will die Schenkel, der will die Suppe und der will noch was anderes. Ach, der will gar nicht deins haben? Nee, meins, doch, meins auch. Aber der will dein erstes Hähnchengericht will er nicht haben. Ja, okay, er will die Hähnchenbrust, ne? Genau, er will die Hähnchenbrust. Oh, aber ein paar Liter gehen ja, auch echt. Ja, das haben wir doch Schatten, alles. Ne? Das haben wir noch alles. Oh nein, Bro, wir können nicht rufen. Warum? Ach, weil wir es noch nicht auf wir haben noch serviert nicht, haben? Wir, genau, wir haben noch nicht genug von diesen serviert. Wir brauchen noch einen Tag normal. Dann können wir ihn rufen. Das nervt. Dann machen wir das. Oh, müssen wir den... Chat, müssen wir den Tee selber den Leuten geben? Oder holen die sich das? Ja, holen sich das. Weil das ist automatisch. Es sieht gerade vom Symbol her so, also so ein Symbol wie an Sachen, an die man selber ranlaufen muss. Aber das stand muss. Bei dem anderen auch. Ah, okay. Also wenn das passiv ist, will ich doch mal hoffen, dass es passiv ist, okay. Ne? Ja, die meinten, die holen sich das, ja, okay, geil. So, gut, Fleisch dann preppen wir mal den Tag. Tomatensuppe. Ich prepp den Tag. Junge, ich kann immer noch von der Tomatensuppe zehren. So geil. Es ist auch wieder voll geworden, es sind wieder 1,14 Liter. Hä? Ja, die Suppe macht über Nacht komische Sachen. Die Suppe ist über Nacht einfach wieder voll geworden. Es werden halt über Nacht auch immer 200 Gramm mehr Butter in dem Kochtopf, ne? Oh, ich muss sagen, dass es bockt, jetzt, wenn man so sein Mojo hat, ne? Ja, wir ja. wissen, welche Gerichte machen, man hat seine Handgriffe, es bockt übertrieben. Wie viel muss ich einfüllen? 0,2 muss ich einfüllen. Schön runder Teller holen, zack. Und jetzt müssen wir nur noch warten. Bruder, es ist die Suppe hier ist was endless, Alter. Checkst du das? Fühlt die sich echt über Nacht wieder auf? Die hat sich über Nacht aufgefüllt. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Geil. Lass mich mal kurz die Suppe hier auf dem Herd stellen, ein bisschen, mal gucken, was passiert. Nix, ne? Doch, die Petersilienscheibe. Doch, die Suppe erwärmt sich, ja. Die Suppe war das Einzige, wo ich gemerkt habe, dass es geht, ohne dass das halt verbrennt. So, jetzt mal schauen. Okay, dann 100%, 100%, 100%. Nur sind halt 400 Gramm zu viel Butter drin, weil das über Nacht halt einfach sich rein reduziert hat. Was soll ich sagen? Das hat sich rein reduziert. Ah, okay, Bro, der Typ kommt automatisch. Wie? Wenn wir quasi seine Anforderungen gekocht haben, kommt er. Das heißt, wir müssen ready sein, Freunde. Am nächsten Tag kommt er. Sehr gut, Chat. Danke für den Tipp. Ihr braucht keine Petersilie drauf machen bei der Suppe. Gibt trotzdem volle Punkte. Oder Paprika bei dem Fleisch und sowas.
Ist nur fürs Feeling. Finde ich aber dumm. Ich will es trotzdem, ich will es richtig machen. Ja, ich will auch die Petersilie da drauf haben, sage ich ernst. Und die Paprika ist auch sonst auch voll verloren. Achso, ich muss das Fleisch noch einmal machen, sorry. Noch einmal Fleisch, genau. Ich hab voll geschlafen. Dann haben wir's. Die Suppe ist endlos. Geile Scheiße. Da ist richtig viel Butter drin, Bro, ne? Das, was du meintest. Ja, ja, genau, das sind 1600 Gramm Butter. Das ist über viel Vielleicht kannst du ein bisschen nach der Tomate... Nee, ich muss... Ich schau nach der Tomate, Bro. Ja. Da kannst du... Hast du Petersilie hast du schon? Ja. Ich probiere gerade einen richtigen Scheißteller... Tomate braucht richtig lange, dieser Bastard. Ich probiere gerade einen richtigen Scheißteller zusammenzustellen, okay? Stimmt, Chat hat recht, wir bieten nicht mal Ayran an, Bruder. Peinlich, wir brauchen eine Ayran-Bar oder so. Ja, warte, schneid sie, leg sie hin. Ich muss den Chat leider selber anrichten. Ich habe hier ein ganz spezielles Prinzip. Hab aufgemacht, Bro. Okay, aber du musst dir kurz den Teller anschauen. Liegt der auch so in der Anrichte dann? Ja. Geil. Guten Appetit wünsche ich. Dann guten, Alter. Oh mein Gott. Okay, geil, die hat die Hähnchenbrust genommen, sehr wichtig. Oh, wie die stöhnt hier, chill. Was ist hier? Sie hat einen Teddybär dabei, okay. Boah, sie hat sich einen Tee genommen. Sie hat sich auch einen Tee genommen. Holy shit, Alter. Die nehmen sich alle einen Tee. Geile Scheiße. Oh, ich mach schon mal nächstes Chicken-Gericht, da geht schon wieder leer. Gut, die Leute lieben dein Chicken. Bruder. Was soll ich dir sagen? Ich finde deine Brust auch ganz schön geil. Ja, ne? Meine Chicken-Brust. Leon, dann für den Tiernsatz 30 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich will erst einmal testen, was der Chat gesagt hat, dass ich das nicht brauche mit dem Gemüse. Ob das tatsächlich stimmt. In allen Cakes muss Liebe drin stecken, korrekt. Und bei einem runden Teller ist es halt ein bisschen schwierig, da in alle Ecken Liebe zu packen, aber es geht schon irgendwie. Chat meint, ich soll dir sagen, dass man die Herdplatte auch anschalten soll, aber ich glaube, das weißt du schon, oder? Ja, aber ich habe halt den... Ja. Juckt. Scheiß drauf! Es ist immer derselbe, guck mal, der ist unser Stammkunde. Aber es muss, glaube ich, auch ganz cool sein, wenn du ein Restaurant hast und du hast so Stammkunden, checkst du? Übercool. Oder du hast so Leute, mit denen interagierst du, ich glaube, du musst halt auch ein bisschen Spaß dran haben. Dann kommt irgendwie, keine Ahnung, der Opa, der jeden Mittag, jeden Mittwoch und Freitag Mittag da ist und isst oder so, mit dem unterhältst du dich, fragst, was geht? Ich finde das übercool. Ich finde, so Dönermänner machen das actually auch immer richtig gut. Ja. Die sind, wenn die so reinkommen und du kommst rein, die sagen schon so, hey Chef oder so. Ja. Boah. Jedes Mal, wenn die hey Chef sagen, fühle ich mich direkt wie als bin ich sein Sohn. Ja. Sein bisschen zu deutsch geratener Sohn bin ich. Wirklich? So geil. Boah, die schmeißen aber Müll hin, die Wichser. Schau dir das an, ey. Ich brauche noch mehr Leute, die Hähnchenbrust nehmen für den Gourmet. Bitte nehmt euch Hähnchenbrust. Wie viel Hähnchenbrust brauchen wir denn noch? Einer muss die noch Hähnchenbrust nehmen, haben wir es geschafft. Einer noch. Bitte noch einer. Ja, dann habe ich die schon mal für den nächsten Tag oder was? Ja, die sagen halt, das ist halt dann leider das Traurige, ne? Die sagen zu jedem mein Lieber und zu jedem Chef. Ja, sobald dann, wenn du einmal hörst, wie er zu wem anders Chef sagt, wenn du noch da bist, dann. Das ist immer so ein Stich ins Herz, weil ich dachte so, ja, ich bin der Chef, also ich dachte, ich bin dein Chef, so mäßig so. Ja, ich dachte, genau, wir haben sagst ja was du, Besonderes. Sagst du jedem so jetzt, ne? Oh Mann, ey. Ist es nichts Besonderes mehr. Ich dachte, wir beide sind so Chefbrüder, aber nein. Guck mal, da kommt der nächste, oder kommt einer? Auch er ist Chef. Hähnchen. Das ist er nicht. Nein! Achso. Scheiße. Wir haben auch keine Suppe mehr übrigens. Der kommt jetzt hier komplett enttäuscht rein. Hähnchen? Suppe! Was? Die Leute lieben meine Suppe. Aber haben wir keine Suppe mehr? Kannst du nochmal einen nachfüllen für die? Ja, klar, easy. Hähnchen? Die ist eh endlich. Hähnchen! Die Suppe. Bro, morgen kann der Gourmet kommen! Check! Oh mein Gott, ich bin so hyped auf den.
Ich hoffe, der wird unsere Sachen lecker finden. Bro, ich sag dir ehrlich, für den Gourmet müssen wir frisch kochen. Wir können nichts aus dem Kühlschrank nehmen vom Abend davor. Kochen Scheiß koche ich für den frisch, Alter. Hast du gehört, was von der wieder auf den uns, ja, der hat, hast du gehört, was nämlich die Scheiße wieder mich angelabert hat, uns angelabert hat? Hitze null. Es ist überwürzt und kalt und so viel, aber die essen trotzdem. Hier, viel Spaß wünsche ich euch. Ich hab den Gourmet eingeladen, Bro. Musstest du ihn einladen? Ja. Ich muss ihn einladen, aber ich hoffe jetzt nicht, dass er jetzt noch heute Nacht kommt. Boah, wäre aber auch cool, weil dann würden wir ein bisschen Zeit sparen auch. Ich meine, ich kann das Restaurant nochmal aufmachen. Soll ich aufmachen? Ja, was Boah, ich weiß nicht, ob wir ready sind, wenn der jetzt kommt, Alter. Klar. Obwohl, ein Gericht ist ja noch, 129er ist ja noch, Hähnchenbrust. Aber jetzt steht, der Tag ist vorbei. Der kommt morgen. Ihr müsst ihn heute einladen, damit er morgen kommt. Ja, okay, dann haben wir das richtig gemacht. Guck mal, der hier ist gerade nur. Ja, gut. Oh, nee, doch nicht. Dann ich hab noch. Kommt. Leint ist ja fast wieder Rosinen-Content mit dem Kochen hier, ja. Nice. Vielen Dank für den Prime 5 Monate. Ey, Leute. Irgendwo steckt noch ein Teller fest. Achso, ein Kühlschrank. Mit Prime. Okay, dann aufräumen. Könnt ihr mich kostenlos unterstützen? Bitte gebt mir eure Prime-Subs, bitte, bitte. Bist du bei der Mucke nicht verrückt? Nein, das muss so. Geil, geil, geil. Ja, ich mache keine Fullcam-Ansage. Das ist aus, dann, das dann ist aus, ich das ist alles Leute. Sauber. Ihr entkommt mir nicht. Ich liebe unser Restaurant. Ich auch. Aber wir müssen das auch mal... Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es liebe. Warum? Ich glaube, wir können hier noch einiges umstellen und das kann ganz viel cooler aussehen. Ja, du? Natürlich, Bro, natürlich komplett. Aber ich meine, so, es ist gerade so das Beginning. Ich liebe einfach gerade den Vibe. Wir haben uns so richtig ein kleines Business und es läuft einfach, weißt du? Das stimmt, wir haben schon 4000 wieder. Ja. Bro, das kurz in der Nacht, bevor der Typ kommt, kurz einmal Blackjack. Ja, komm. Jeder darf jeder mit dem Huni. Ja, jeder mit dem Huni. Gönn dir. Geh dann Huni rein. Nur einer gewinnen und wir sind im Plus. Checkst du? Ja. Mit der, eigentlich geh muss Huni man immer, rein. Man muss immer zu zweit gamblen gehen, weil einer gewinnt, dann checkst du. Das Problem ist, wenn die Bank gewinnt. Nein, einer von beiden gewinnt. Das können nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass beide verlieren, ist nicht so hoch. Na, hast recht. Fetzi, da für den Prime und Homstein für den Prime. Ich hab 12, ich nehme noch einen Hit. Ich nehme auch einen Hit. 18, ich chill. 21, ich hab gewonnen. Außer es geht auch 21. Geht nicht bei 19. Die muss ja so lange drehen, die muss ja so lange machen, bis sie mich besiegt. Oder drüber, weißt du, was ich meine? Wir müssen nochmal rein. Wenn einer von uns 21 macht, dann gewinnt der andere fast automatisch. Ja, also du hast jetzt quasi gerade mein Ding wieder reingeholt. Genau, weil du, weil die über 21 drüber, oder genau auch 21 holen musste. Ich glaube, ich bin was Großes auf der Spur. Wir sollten mal zusammen ins Casino. Okay, na, ich nehme einen Hit. Ich nehme auch einen Hit. Ich nehme noch einen Hit. Ich stay. 21! Guck mal, und jetzt haben wir schon wieder, also... Ach ja, gut, jetzt habe ich verloren, tatsächlich. Aber du hast ja, trotzdem gewonnen, weil du auch 21 hattest, checkst du? Ja, also overall sind wir auf... Even. Deswegen müssen auf wir null noch, raus. Nee, wir haben einmal mehr gewonnen doch, wegen mir vorher. Stimmt, wir kriegen plus... Ja, ja, true. Noch einmal müssen wir. Okay, lass einmal jetzt mit 1000 rein. Ja, mit 1000, ich bin mit 100 nur rein. Oh. Mach du nochmal mit 100, danach gehen wir beide mit 1000 rein. Okay. Hey, nein, bei Unentschieden gewinnt nicht die Bank. Oder? Ich glaube schon. Sicher? Das ist wie beim Roulette die Null, Bro. Die müssen ja ein Ding mehr haben, dass das sich für die lohnt, auf Dauer. Boah, 17, was soll ich machen? Doch, da schon, aber im Echten nicht. Ich glaube, bei 21 kannst du nicht mehr verlieren. Ich stay. Ich auch. Gönn dir. Vielleicht überdraftet sie. Scheiße, ja. Nee, sie überdraftet nicht. Ja, aber eigentlich müsste sie doch draften, um höher zu kommen als ich. Aber sie hat jetzt nur dich überdraftet, oder? Also normalerweise ziehen also, sie, oder? Da check ich hier gerade was nicht. Nee, die Bank folgt halt ganz gewissen Regeln. Ach, und bei 17 draftet die eh nicht mehr, oder was? Also ich weiß nicht genau, wie ich bin nicht so tief im Blackjack drin. Aber die haben ganz genau Regeln, bei der Zahl machen die das, bei der Zahl machen die das. Die spielen nicht selber mit sozusagen. Dass sie so sagen, oh, der ist die Zahl, dann mache ich das. Sondern bei 17 muss die Bank aufhören. Ah, okay. Okay, Bro, jetzt jeder mit 1000. Ja. Das ist so dumm, ne? Hab gemacht. Bisschen unter 1000, aber du bist über 1000. Okay, dann gehe ich ein bisschen unter.
Alright, 1000 sind drin, Freunde. 10. 14. Wir sind beide gefickt, Alter. Was mache ich mit 14, Chat? Hitten, mit 14 hittest du. Erst ab 17 hittest du nicht mehr. 21! Oh mein Gott. Jetzt mach du noch einen guten. 19. No, chill mit 19. Chill. 18. 18. Oh mein Gott. Ich hab gewonnen. Ich auch. Ich hab gewonnen. Du auch? Ja, klar, natürlich. Hey, du hattest 17. Wir haben mit 4000 angefangen und sind jetzt bei 6300. Wir haben beide gewonnen. Ja, aber wieso? Sie hat 18, du hattest 17. Nein, ich hatte 19, Bruder. Ach, stimmt, geil. Ich hatte 19, okay, jetzt wir raus. Haben beide gewonnen. Wir jetzt raus. Jetzt raus, jetzt raus. Jetzt raus, raus hier, schnell raus hier. Das war mein neuer Kühlschrank. Das war mein neuer Kühlschrank, den ich mir gekauft habe hier. Ist das scheiße. Mama. Mama, neuer Kühlschrank. Junge, guck mal, 6300. Das sind 3000 vom Blackjack. Mit so einem Gewinn kann man in den Tag reingehen, wo der Gourmet zu Besuch kommt. Leute, keep gambling, Alter. Keep gambling. Irgendwann gewinnt ihr. Einfach nicht aufhören, Alright. die Spins runterzudrücken. Irgendwann kommt der Alge hin. Leute, ihr seht's doch bei uns. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich.